Unser erstes Rennwochenende als Weltmeister und Abu Dhabi, da gilt es auf jeden Fall noch einen Sieg einzufahren, denn wir haben immerhin ein siegfähiges Auto und ja, warum nicht mitnehmen? Keine Frage und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Der große Preis von Abu Dhabi. Wir haben aktuell 8 Siege auf dem Konto, Hülkenberg hat aktuell 7 Siege dastehen, also er könnte mit diesem Rennwochenende gleichziehen. Die Niederlage beim Einladungsevent ist bedauerlich, aber denk nicht zu viel darüber nach. Wichtig ist und bleibt die Meisterschaft. Ach, war überhaupt nicht schlimm, also ich hab das schon wieder ich musste gar nichts vergessen, denn die Einladungsevents, ja, macht man halt. Ob jetzt erfolgreich oder nicht, ist mir zumindest relativ egal. Nachrichten. Regnen wird's ja wohl nicht. Die gelben, die lilas und die rosa Reifen, keine Reifenfarbe, wird übersprungen. Energiespeicher und Elektronik. Die Steuergeräte haben wir verbessert. Wettervorhersage, kein Regen, weder im Qualifying noch im Rennen. Mercedes kommt dran, Ferrari kommt dran, Red Bull tritt auf der Stelle. Herr Karl meldet sich zweimal zu Wort. Ja, wir haben schon lange nichts mehr gemacht. Aber das ist halt so. Trotzdem sind wir noch ganz weit vorne. Gut. Kann noch mal kurz zeigen. So sieht's gerade aus. Im Detail. Ich frage mich gerade. Ach, Vertrag läuft. Also erst nach dem Rennen kann ich da runtergehen. Ich habe mir jetzt überlegt, was wäre, wenn ich jetzt schon mit einem anderen Team verhandeln könnte. Geht immer erst, wenn in dem Fall die 5 Rennwochenenden vorüber sind. Normalerweise sind es ja 4. Aber es gibt ja 21 Rennen. Ja gut. Dann auf zur Strecke. Willkommen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit den Fahrern zu schaffen machen werden. Welche Herausforderung bietet die Strecke hier in Abu Dhabi den Fahrern wohl? Das hier ist eine sehr komplexe Rennstrecke. Sie verlangt häufiges Bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen Qualifying die meisten Fehler. Der letzte Sektor ist schwer zu meistern. Dort gut durchzukommen wird entscheidend sein. Oh ja, der letzte Sektor, das ist auch mein Problemsektor. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Aha, und was ist mit Datenschutz? In den nächsten 30 Minuten bleibt es so, wie es ist. Keine Wolke am Himmel. Das ändert sich auch nicht mehr. Trocken, 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 trocken kennen wir. Was sind denn die Teamziele? Sektor 1 und 2 und beständig und geringer Treibstoff und 5 Kurven aneinander rein. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Hier hätten wir auch noch die Fahrzeughöhe 1111 in der letzten Saison. Ja, dann sind wir bereit. Bereit für die Streckenakklimatisierung. Ich guck nochmal kurz, die Rosas hatte ich ausgelassen, ne? Ich guck nochmal kurz, letzte Saison. Im Rennen. Ah, rot. Was? Achso, Hyper. Ich dachte jetzt H und wie hart? Nee. Okay, H steht dafür Hyper. Neues Setup für dich. Ich hätte die Lila denn ausgelassen. Stimmt, die habe ich auch am Ende des letzten Rennwochenendes erzählt. Dass ich es mir wohl nicht erlauben kann, mit den Lilas das Qualifying zu bestreiten. Wir fahren jetzt erstmal. Tja, was fahren wir denn jetzt? Wenn ich die Lilas auslasse, kann ich ja nicht die Lilas dann deren Strategie fahren. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ich fahre die Rennstrategie einfach auf den lila Reifen und dann gucke ich mal, was uns da vorgeschlagen wird.
Weltmeister und Weltmeister. Weltmeister Auto und Weltmeister Fahrer. Die aktuelle Teilabnutzung nochmal kurz reinhauen. Das Getriebe wird uns bestimmt keinen Gangverlust bescheren. Wetterbericht. Boller. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Wunderschönes Wetter. Gerne so. Ständig. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Hinter uns ist gerade auch keiner, deswegen kann ich etwas herumeiern. Das kann was werden. Abu Dhabi ist ja nicht meine Strecke, aber ich werde hier alles geben, um hier auch nochmal einen Sieg einfahren zu können. Es wird ja aller Voraussicht nach, davon gehe ich stark aus, das letzte Rennen mit Renault sein. Also Abschiedsvorstellung. Wir haben noch keinen neuen Vertrag und ich weiß nicht, ob die Vertragsverhandlungen gut gehen, aber ich sage schon mal, voraussichtlich das letzte Rennen mit Renault. Ist auch etwas blöd, dass man seinen Vertrag nicht schon vorab klären kann für die nächste Saison. Weil ich denke mal, wenn man schon mit dem Team verhandelt und sich einig wird, dann wird man ab dem nächsten Rennwochenende für das Team fahren. Und das wäre in dieser Saison Quatsch gewesen. Kommt wer raus? Natürlich geht er nicht auf uns ein und fährt trotzdem volle Pulle raus. Genug gereiht. Zumindest ausreichend gereiht. Ups, so viel anstellen. Das ist ein Toro Rosso. Den sieht man auf der Streckenkarte deutlicher als den Red Bull. Ja, das DRS-Schild da links wird es wieder schwer haben. Ja. Einmal, zweimal rot bitte, dankeschön. Dreimal. So, hier habe ich ja des Öfteren genau das Rote hier eingefahren, genau an dieser Stelle. Durchaus noch bewusst im Begriff. Mann, schon wieder zu langsam. Grün haben wir in der Tasche. Es ging ziemlich gut los und dann im zweiten Teil ziemlich viel rot. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, mehrere Gruppen hintereinander meisterst. Ja, der Gang ist ja weiterhin Quatsch, deswegen wird er hoffentlich eingestampft für die Kurve. Für die Spitzkehre ja nicht. Zu viel Randstein. Sich Hülkenberg da an dem zu viel Randstein überschlagen wird in diesem Rennen. Hey, noch kein Rot, aber jetzt kommt ja gleich die erste knifflige Stelle. Die eigentlich richtig knifflige. Aus der Erfahrung heraus.
Jetzt habe ich später gebremst und dadurch kam das heraus. Dafür aber immerhin Farbe bekannt. Und zwar eine, ja, rot ist eigentlich die schönste Farbe. Eine nicht ganz so schöne Farbe, aber erfolgreich schön. Auto noch ganz. Oder wurde uns da irgendwas verschwiegen? Ne, sieht nicht so aus. Das ist die letzte Runde des Programms. Letzte Runde des Programms. Zu weit außen angefahren. Beziehungsweise zu spät eingelenkt. So, hier kein zweiter Gang mehr. Hier natürlich schon. So, denn. Also bisher überwiegend lila. Mal gucken, ob ich das noch durchziehen kann. Zu spät rein. Da war es weg. Wie das gespratzt ist. Und noch einen kleinen Poller mitgenommen. Da haben wir Frontflügel. So, rote Stelle. Ja, das war zu viel Randstein. Zu den Mist. Alles ist klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. So, mit weniger Strom jetzt die Bestzeit knacken. Zu weit innen. Kam das Heck auch leicht rum. Sieben Zehntel gleich Vorlauf. So, weniger Strom, aber wir sind immer noch bei den sieben Zehntel. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Heck kam leicht rum, zweiter Gang ist doch zu niedrig. Wenn ich meinen Vorsprung erstmal vergrößert habe. Update, beste Runde. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 40,5. Ein Fahrer vor mir. Stroll liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,39,8. 7 Zehntel vor uns. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1 Minute 38,4. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Okay, wir hätten nochmal 1,6 Sekunden schneller sein können. Jetzt ist es nur 1,45 fürs Erste. Los geht's. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Hab nochmal kurz überlegt, Autoeinstellung haben wir ja nicht. Daher mein Zögern. McLaren ist gerade auf Startziel.
Du hast gerade reingekommen, oder? Jedenfalls die Strecke gerade um uns herum frei. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Konzentriert. Gerade am besten. Fürs erste etwas Temperatur hinbekommen. Da bin ich zu sehr Schlangenlinien gefahren. Glaube ich. So, wenn schon dann beide. Als Weltmeister darf man sich sowas erlauben. Frisch gebacken. Die Reifentemperatur kann sich schon sehen lassen. Hängt vielleicht auch mit dem Fassdreher zusammen. Ist der Reifen sparen? Im ersten Sektor eher weniger. Dafür macht er doch zu viel Spaß. Der Rest kommt dann schon von alleine. Das war jetzt nicht so gut. Auf die Zielzeit 2 Zehntel Vorlauf. Hier auf der Geraden machen wir sowieso was gut. Ja, die Reifen müssen noch. Mal gucken, ob es automatisch im letzten Sektor kommt. Und einen Zeitpuffer kann ich auch für den letzten Sektor gut gebrauchen. Knappe 6 Zehntel Vorlauf. Reifen nahe an die Latte ran. Reifen jetzt lila und noch eine locker 3/4 Sekunde Vorsprung. Oh, nochmal die Bremse lösen, damit die Reifen nicht zu sehr leiden. Aber damit leidet auch die Rundenzeit. Wenn ich die Reifen da etwas schone. Dann noch eine 1/2 Sekunde Vorlauf. Das sollte aufgehen, wenn ich jetzt nicht grundlegend verkacke. Sieht gut aus. Ja. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Dann ab in die Garage Zahlen gucken. Der erste Sektor war bisher ziemlich bescheiden. Jetzt versuche ich den Rest nochmal so hinzubekommen, dass unsere Delta-Zeit auf unsere Bestzeit grün wird. Na, so wird's nicht. Jetzt muss ich 1/2 Sekunde aufholen. Gut, im letzten Sektor ist auf jeden Fall was drin. Keine Frage. Das ist also durchaus noch schaffbar. Weil ich jetzt wieder weniger auf die Reifen gucken muss. Aber jetzt sind es fast 6 Zehntel. Zu spät. Fahrer vor mir. Leclerc vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:38,8. Ein Grashalm. 38,8, okay. Fahrer hinter mir. Grosjean hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,9. Schon unglaublich, oder? In Abu Dhabi in Grashalm. Ich
Ich hoffe, das war kein Kunstgrashalm. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Status Team, Kollege. Nico ist auf P1, Spitzenreiter. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,37,4. Apropos Status, Konkurrent, Status Konkurrent. Wir haben ja Hamilton geschlagen in Brasilien. Wir könnten jetzt schon neuen Rivalen wählen. Der zählt doch aber, soweit ich es noch weiß, dann auch in der nächsten Saison. Wenn ich jetzt einen ebenbürtigen Rivalen wähle, zum Beispiel Hamilton, dann wäre das in der nächsten Saison bei einem schlechteren Team ziemlich doof. Deswegen lasse ich das hier an diesem Rennwochenende mal außen stehen. Ich wollte mir noch die Zeit von Hülkenberg notieren. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Hülkenberg sogar schon auf den Hypers. Ist notiert. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Verstappen, Räikkönen und Nico Hülkenberg. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Die drei Deutschen stehen nicht hintereinander. Ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Die Reifen auf Temperatur bringen, sieht schon düster aus. Es dämmert so langsam. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. So nervt das Auto achten. Jetzt wird es nämlich schon langsam wieder schmierig bei diesen Lenkbewegungen. Dann lieber etwas zurückschrauben und nicht wieder so halb drehen. Aus Fehlern soll man ja bekanntlich lernen und als Weltmeister dann sowieso. Da erwartet man das, auf jeden Fall. Wir haben die Schilder wieder aufgestellt. Absolute Frechheit. Die Kurve ist gut zum Temperatur von reinbekommen. Annähernd so gut wie vorderreifenmäßig wie in der einen Runde mit den Lilas. Jetzt ohne Halbdreher. Aber die Reifen sollten ja generell das bessere Temperatur bekommen. Ich weiß, ich soll herumlupfen, aber das mache ich jetzt hier nicht. Das mache ich bei den Geraden am Ende. Hier fresse ich erstmal Zeit. Und Zeitpolster an. Anfressen.
Und da war es schon wieder weg. Etwas Sprit habe ich über. Und für hochschalten, ne? Da war es. Jetzt reicht es eigentlich mit Sparen. Ich bekomme die Zeit ansonsten nicht hin. Für Lila wird es diese Runde eh nicht. Ah, könnte schon reichen, aber dann wird es zeitlich nicht. Jetzt fahre ich die Runde volle Pulle zu Ende, damit die Zeit stimmt, damit wir erstmal grün haben. Dreieinhalb Zehntel, ich muss im letzten Sektor was gut machen. Na, gute Nacht. Jetzt ein Zehntel verloren. Ja, ein Zehntel habe ich verloren. Bis hierhin. Jetzt wird es noch etwas mehr. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Wollte ich ja nicht mehr. Auch den Vorsprung. Benzin plus minus 0. Ey. Scheiße, das kostet richtig Zeit. Sehr spät gebremst. Schade, Erfolg ist geblieben, bis ich auf der Wiese war. Okay, die Runde wird es jetzt auch nicht. Letzter Versuch, Benzin sparen. Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Für den. Aber so einen großen Vorsprung hatte ich im ersten Sektor noch nie beim Benzinsparen. Der Vorrat wird für grün reichen. Jetzt muss die Zeit noch passen. Das klingt aber auch cool, das Geräusch. Jetzt komme ich jetzt weiter nach außen, scheiße. Etwas Gas auf dem Randstein rausgenommen. Jetzt macht es weit innen. Mist, Mist, Mist. Jetzt wird nichts mehr. Anderthalb Zehntel. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ach, Manno. Schade, Hülkenberg schon wieder auf der 1.
Ja, an einer Stelle habe ich ganz besonders gespart. Eine Minute, 38,4. Ich fahre mit den angefahrenen Lilas, Rosa, na, wobei, bringt nichts. Wenn ich die schone, die Reifen, also spare, nicht schon. Dann fahren wir den Dingern raus. Fertig. Ja, dann lerne ich die Lilas auch nochmal etwas besser kennen. Mehr rote Reifenerfahrung bekomme ich ja leider nicht rein, denn die sind schon weg. Sind schon im Müllcontainer gelandet. Und McLaren Core 1. Die Boxenausfahrt kann ich auch noch etwas trimmen auf Geschwindigkeit. Der Haas, der kommt deutlich hinter uns raus, den machen wir jetzt noch nicht Platz. Machen wir erst auf der langen Geraden. Ne, ich mach's hier. Dann kann ich auf der Geraden herumschlängeln, wie ich will. Und muss da keinen vorbeilassen. Mit herumschlängeln wird das eher schwieriger an der Stelle. So ist es gewesen. Achtung, Verwarnung, abkürzen. Sonst kommt noch keiner an. Die Ferrari, aber das ist noch weit genug hinten, den werden wir nicht mehr vorbeilassen. Oh, jetzt habe ich hier nicht hart eingelenkt. Ja, diesmal mit den Lilas nicht so viel Temperatur reinbekommen. Eine Kurve habe ich ja ausgelassen, eine ziemlich wichtige. Naja. Im ersten Sektor fahren wir auf Mittel. Im zweiten Sektor sogar auf Hoch und dann wieder auf Mittel, schätze ich. Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,38,4. Mal wieder unterbieten. Drei Zehntel Vorlauf. Etwas weit außen gewesen. Strom fast lila. Oh, Zeit. Jetzt sind sie noch voll auf. Oh. So, die ganze Runde nur auf niedrig. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 38,1. Klingt gut. 13 Leugstunden auf die Bestzeit.
Nur noch anderthalb Zehntel. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Anderthalb Zehntel Rückstand. Fahrer vor mir. Alonso liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:37,5. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:38,5. Boxenstopp. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Schade, grün habe ich nicht mehr geschafft. In der Inlap. Aber immerhin eine neue Bestzeit markiert. Ich weiß, die beiden es ist verlockend, Sektoren. Sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Die beiden Sektoren fehlen jetzt noch bei den Teamzielen. Hülkenberg schon wieder auf den Hypers. Der scheint damit Spaß zu haben. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hülkenberg, Bottas und Max Verstappen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Die drei Deutschen stehen jetzt ganz schön weit auseinander. Viel weiter auseinander geht kaum. Platz 1, 10, 20. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie das Rad hatten, aber stehen bloß 5 Punkte zur. 5 Ressourcenpunkte zu Buche. Das war wieder so ein Bottas-Drücken. So ein Bottas-Frühstart aus Spielberg 2017. Ich habe jetzt wieder genau in dem Moment gedrückt, als hier das F1-Logo kommen wollte, aber das war kein Reagieren, das war wieder Agieren. Qualifying-Tempo? Nö, noch nicht. Genau, auf den Lilas wollte ich es fahren und wir fahren damit jetzt raus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Gerne doch. Sehr, sehr gerne doch. Nicht der Erste auf der Strecke, Skandal. Ah, ein Stück zu weit innen. Das hier ist kein Problem, Vollgas und raus. Und gegen die Wand. Hey, ich konnte noch lenken. Motor aus. Hand. Oh, so ein sanfter Einschlag. Gerade noch angesprochen dann das. Dann machen wir es gleich nochmal anders und wir fahren jetzt zu weit nach außen. Ich bin sehr, sehr auf die Farbe gekommen. Glaube ich. Zeigt mir mein Gefühl gerade. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten.
Und haben wir schon beidseitig 90 Grad drauf? So, jetzt beide Rechtsknicks erwischen mit vollem Linkanschlag. Reifen wieder gut warm. Im ersten Sektor nicht. So. Im ersten Sektor fahren wir nicht auf Fett. Wobei am Ende doch, ich schalte hier schon um. Wenn die beiden Geraden vorbei sind, dann schalte ich wieder auf Standard. Hoppala. Ob wir mit dem Strommodus 5 hinkommen. Hab da so meine Zweifel. Nochmal. Ist alles in Ordnung? Das nee. War heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut... Nee, so heftig war es nicht. Nicht wieder die MFA zugemacht. Frechheit. So, die beiden Geraden sind vorbei. Jetzt bin ich mal auf den Strom gespannt. Blöder Winkel. Einen blöden Winkel angefahren, die Kurve. Zur Not fahre ich hinten halt auf hoch. Erste Runde wird schon mal nicht grün. Strom ist auch gleich alle. Passt aber gerade so. Okay, du warst in dieser Runde nicht. Versuch es noch einmal. Reifentemperatur. Jetzt müssen die nächsten drei Runden stimmen, sonst bekommen wir kein Lila mehr. Über 100 Grad vorne. Hinterreifen haben auch gut Temperatur. Also über zu kalte Reifen kann ich mich jetzt nicht mehr beschweren. Überhaupt gar nicht. So, gleich wird es wieder zweistellig vorne. Auf der Vorderachse, temperaturmäßig. Ja. Hinter uns ist ein Ferrari, den lasse ich mal noch vorbei. Wir können die Reifen noch etwas abkühlen. So, jetzt muss er aber richtig sitzen. Muss dich noch verbessern. Hat jemand Lärm in der Box gemacht?
die Zielzeit jetzt 2 Zehntel verlaufen, auf der Geraden wird es noch mehr. Halbe Sekunde. Die Bestzeit wieder Rückstand. Gehabt. 7 Zehntel Vorlauf. Etwas zu spät gebremst. Das verbrauche ich leider unnötig vom Puffer. Fünfeinhalb Zehntel aber dennoch nach dieser Fahrt. Ich habe weniger Strom. Geht der noch auf? Und sonst ist wäre ein Red Bull. Den habe ich erstmal bloß gehört. Auf der Streckenkarte siehst du ihn ja kaum. Oh, bin gar nicht auf Fett gegangen. Zumindest nicht so, wie eigentlich geplant. So, jetzt kann ich hier in den nächsten Ecken noch einiges an Zeit gut machen. Und 8 Zehntel wieder Vorlauf. Ja, der Randstein war zu viel. Wo will ich ihn jetzt hier zurücksetzen? Gibt's ja keine passende Stelle. Noch mal eine Viertelsekunde verbessert. Oh, bin auf Fett gefahren. Dann muss ich das jetzt wieder ausgleichen. Muss ich aber doch schon umschalten, weil ich brauche einen Zeitpuffer. Auf den Geraden kann man den so einfach rausfahren, wie sonst nirgendwo. Schön spät gebremst, noch gut die Kurve erwischt. So gefällt mir das. Zwei Zehntel Rückstand. Kratzen wir fast am 8. Gang. Zwei da außen. Ja, meine eigene Zeit kriege ich nicht mehr. Aber dreimal grün hintereinander bedeutet, wieder. Und wir kommen mit der Stromstufe 5 auch über eine Runde. Hoppala. Wiese. Ist gerade keiner hinter uns, okay.
Ich finde es wieder toll, dass ich im freien Training so ein paar Ausflüge habe. Das sind alles Erfahrungswerte, die ich dann fürs Qualifying und insbesondere ins Rennen mitnehmen kann. Und hier im Training tut's so wie sonst nirgendwo. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Auch sowas in der Kurve schon gemerkt. Wenn ich da weiter auf dem Gas bleibe, dann wird das ekelhaft, aber probier's da einfach mal aus. Ja, und gegengelenkt, jetzt habe ich schon wieder ein kleines. Boxenstopp in dieser Runde. Ein klein wenig besseres Gefühl. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,38,2. Ist aber gar nicht gut. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,4. Fahrer vor mir. Perez vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,0. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 36,7. Boxenstopp. Bestätigt. Kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Diese Zeit wird nicht notiert. War halt zu langsam. Noch ein klein wenig Qualifying temporisieren. Und dann, ja, dann geht's schon los mit dem Qualifying und dann wird's ernst. Q2 dann wohl mit den rosa Reifen. Das Diagramm ist ziemlich ungenau, vor allem nach unten, weil... Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zum Qualifying. Es wäre also sehr ratsam, die Qualifying-Tempo-Auswertung durchzuführen. Wir werden dadurch auch ein paar F- und E-Daten erhalten. Weil wir so einen riesen Ausreißer nach oben haben und Reifenabnutzungsfaktor über 1. Also hat es diese zweite Runde zum Beispiel mitgezählt. Dementsprechend wird dann die Rennstrecke ausfallen. Die wird nicht dementsprechend, wie es eigentlich ist. Wie es hoffentlich sein wird. Na toll. Zwar geschafft und Daten gesammelt, aber welche, die wohl zu weit nach oben hinausgehen. Fahrzeughöhe, da bin ich auch zufrieden. Alles bereit. In der letzten Saison auch hier, wie in Brasilien, noch mit 11-11 gefahren, jetzt mit 7-7, das passt. Zumindest fühlt es sich nicht schlecht an. Meint auch der Renault. Aber ja, auch abseits dieser zweiten Runde war ich sehr reifenfressend unterwegs. Start des Teamkollege. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,7. Oh, sogar noch hinter uns. Fährt er jetzt nicht mehr die Rosas? Heckflügel gleich wieder zugemacht. Streckenposten werden sich auch denken, oh Mann, dieser Blödhammel. Ständig nimmt der irgendwelche Poller und irgendwelche Schilder mit. Dürfen wir alle dann wieder aufstellen. Vielen Dank auch. Mal los. Der 37er muss jetzt her.
Seatbelt angefahren. Auch blöd angefahren. Dann muss jetzt auch mal der zweite her, sonst kriege ich die Kurve nicht noch. So wie ich sie bekommen habe. Persönliche Bestzeit, ja, aber auch viel liegen gelassen, aber vor allem 13 Leugstände auf die Zielzeit. Immer noch 12 Rückstand. Nicht gut. Was haben wir denn? Zum Glück ist der Panner schon weg. Dreieinhalb Zehntel, das wird nichts mehr. Jetzt sogar 16. Für meinen Geschmack war das gar nicht so schlecht. Aber ist halt auch nicht mein Sektor, der letzte. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Ist sogar eine 36er geworden. Jetzt schon. Aber die reicht noch nicht. Schön, wie der Flügel, nee, ist noch nicht der Flügel, es war die Radaufhängung geflogen ist. Aber das bin ich jetzt mal bewusst eingegangen. Ich wollte mal gucken, wie das sich nochmal anfühlt. Und ich will es nochmal von außen sehen. Achtung und wups. Scherbelschön. Sofort Wiederholung, Rückblende. War ich auch schnell genug für den ersten Sektor? Na, immerhin über eine halbe Sekunde schneller als in der letzten Runde. Aber beim Ausgang habe ich jetzt verloren. Mehr Zeit auf die Bestzeit verloren, noch im grünen Bereich auf die Zielzeit gesehen, aber auch nicht mehr lange. Mal den vierten ausprobiert. Ich glaube, ich bleibe beim dritten, aber der vierte war gar nicht so schlecht. Hier bleibe ich bewusst im siebten. Mist. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Mehr ist grün wird das wohl nicht. Gut, das war's. Bums. Ja, in so einer schnellen Kurve. Bist du in Ordnung? Korrigieren auf Vollgas, das geht nicht. Also es geht meistens nicht gut. Aber wenn ich jetzt ausprobieren, wann dann? Wagen am Ende über alle vier Räder gerutscht. Ausgang etwas besser hinbekommen als in der letzten Runde. Der Windschatten, den spüren wir, glaube ich, noch nicht. Halbe Sekunde Rückstand. Nee, Lila kann ich vergessen.
Wir haben kaum Strom. Jetzt sind wir auf jeden Fall Windschatten. Jetzt, wo wir ihn nicht mehr gebrauchen können. Fahrer hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 36,7. Keine Sorge, ich fahre jetzt noch nicht rein. Ich muss hier noch zu Ende fahren. Das Programm. Start aus dem Kollege. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,7. Immer noch so weit hinten. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 36,2. Sogar fast die 35er geschafft. Na, ich bin ja mal gespannt, wo das im Qualifying enden wird. Status Konkurrent. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,7. Hülkenbergs Zeit. Eigentlich dürfte da gar nichts kommen, denn wir haben keinen Konkurrenten mehr. Ja, Teamkollege ist immer irgendwie ein Konkurrent, aber das ist ja nicht gemeint. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Alles klar. Boxenstopp. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Okay. Verstappen, dann Bottas, die zwei hinter uns. Ja, ich glaube, ich fahre das lieber im zweiten. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Wir sind ja schon drin. Also 36,2 unsere Bestzeit in dieser Saison und in der letzten Saison war es eine 1,38,392. Hülkenbergs Bestzeit in der letzten Saison eine 1,39,870 auf den Hypers. Ist jetzt schon mal eine 1,35,9 gefahren auf Hypers. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 36,2. Der Sektor 2 wollte nicht, wobei das eigentlich noch unser Sektor ist. Ja, durchaus. Mit dem Anbremsen. Mit der Schikane. Zwischen den beiden Geraden. Ja, durchaus. Naja, Hauptsache ich bekomme es im Qualifying dann besser hin. Es wäre die erste Zeit, die wir nicht auf Hypers notieren bei Hülkenberg. Mach ich mal. Und dann sogar gleich rot. Ja, nochmal 0%. Und hier fällt dir die Entscheidung ganz leicht. Können wir kaum daneben greifen bei den Steuergeräten. Triebwerk muss ja noch, dann sind wir hier auch durch. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Der Eismann, Verstappen und Valtteri Bottas. Ein interessantes freies Training geht zu Ende, freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Vorhin war ich zu weit weg, jetzt sind die beiden Deutschen zu weit weg, sodass wir nicht zu dritt
herumstehen können. Ah, das passt noch nicht. Vielleicht wird es ja ein deutsches Treppchen. Hier auf der 1, dann Hülkenberg und dann Vettel, das wär's ja. Mal wieder übermäßig viele Erfahrungen beim Wagenabfang angeeignet. Finde ich gut, denn ich werde hier am Limit genug Probleme haben und da kommt mir das ganz recht. Und nebenbei noch ordentlich Reifen aufgewärmt, sogar etwas zu sehr in einzelnen Momenten und damit etwas die Strategie verzerrt, denke ich. Naja, wird schon werden, muss es ja und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.